Hallo, hier ist der Tenchi von Snoops Kanal. Wir spielen FTL und sind gerade beim Mutti-Schiff angekommen. Ja, wir werden ihn kaputt machen. Diesmal werde ich es hoffentlich richtig machen. Ich muss den hier am Leben lassen, dass der Ionenschießwichser oder was auch immer der da schießt. Ich weiß es nicht. Der muss sofort sterben. Der hat nämlich, wie nennt man das? Raketen. Deswegen schnell Stopp drücken. Ah, der tarnt sich jetzt einfach. Die Sau tarnt sich einfach. Soll das machen, da können wir unseren Laser mehr oder weniger aufladen. Wir müssten eigentlich tatsächlich gar nicht groß schießen, oder? Bin ich doof? Will mal überlegen, muss ich denn groß schießen jetzt? Die Drohnen werden, glaube ich, die greifen, glaube ich, noch gar nicht an, diese Drohnen. Deswegen, ich muss ja eigentlich nur rüber teleportieren, so schnell wie möglich auf die Raketen gehen, denn die nerven am meisten. Ja, das war es eigentlich schon. An sich muss ich nur ausweichen. Guck mal, wie schnell die den kaputt machen. Ist echt krass. So, schnell. Geht kaputt, ihr dämlichen Raketen. Ah, genau deswegen. Die treffen nämlich dann irgendwann auch mal. Ja. Aber wir schaffen das schon. Schnell, bevor die Raketen nochmal kommen, machen wir sie schnell kaputt. Ja, ein guter Start. Fängt es immer sehr gut an, wenn wir es endlich mal schaffen. Die kaputt zu machen. Die jetzt endlich mal kaputt. Sehr schön. Sehr schön. So, dann ziehen wir die mal wieder zurück hier. Also jetzt durften sie gar nicht mehr durchkommen, weil wir weichen einfach zu gut aus. So, gehen wir schnell mal hier reparieren. Ich mache mal das Laser aus, den brauche ich ja sowieso nicht gerade. So, gehen wir zurück. Und dann geht's rüber zu... den lassen wir ja am Leben, dann gehen wir zu dem hier. Schade, dass er jetzt gerade im Tarnmodus ist, dann können wir nämlich gar nichts machen. Das ist nämlich ein Ionenblaster und der Ionenblaster darf gerne mal sterben oder ausgeschaltet werden. Hallo, da sind wir. Wir sind da, um dir Kuchen zu bringen. Hier, friss den Kuchen. Friss den Kuchen. Und jetzt ist er geplatzt. Haben wir ihn so voll gefüttert, dass er platzt. Denn wir wollen ja, dass dieses Spiel auch kindertauglich ist. Und wir haben ihn einfach nur so lange gefüttert, bis er sich schlecht gefühlt hat. Und dann ist er geplatzt. Und die ganzen Gedärme sind mitten im Raum verteilt worden. Und die Mantis haben dann lecker das Blut aufgesaugt. Lecker Eiweiß drin und so. So, dann holen wir uns mal zurück, unsere Jungs. Müssen die sich... Ja, ich heile die einfach mal. Noch ist der Hauptboss hier überhaupt kein Problem. Wir können uns ganz entspannt zurücklehnen, obwohl wir einen Schaden abbekommen. Aber ich weiß gar nicht, ob das jetzt vom Kampf davor war oder gerade eben. Wir klatschen jetzt nochmal den Lasertypen hier weg. So, und dann wird es wieder schwieriger mit diesem ganzen Gedöns hier unten mit diesen... Mit der Medic Bay. Die Medic Bay ist nämlich immer das, was so nervig ist. Aber ich weiß es, ich werde es dann wieder so machen, wie immer. Ich werde jetzt irgendwo reingehen, irgendwas kaputt hauen. Hier oben vielleicht oder vielleicht sogar hier unten. Oder ich gehe einfach hier rein und kämpfe halt mit jemandem. Und wenn die dann abhauen wollen, schieße ich mir den Bomben runter, die ich damit jetzt schon mal bereit mache. Und dann werde ich die Rest der Crew auch noch auslöschen. Einfach so. Einfach so auslöschen? Ja, einfach so. Gut. Beziehungsweise vielleicht doch da am Steuer. Ich gehe doch zum Steuer, wenn der nämlich dann abhaut. Irgendwann wird der vielleicht abhauen, wenn ich Glück habe. Dann. Ach, guck mal hier, wie der ist ja fast tot. Das ist ja krass. So, schnell die Bombe reinhauen. Und da war er kaputt. Ich kann den Text nicht. Jetzt wäre noch eine Bombe nicht schlecht da drinne. Und die wird jetzt auch gleich folgen. Boom. Ich glaube, ich gehe jetzt tatsächlich mal da runter. Ah, ne, es geht nicht. Dann müsste ich hier durch die Tür. Oh. Hä? Ach so, meine zwei Mantiskrieger sind das. Oh, ich dachte schon, dass die... Ja, scheiße. Ich kann meine Waffen nicht aufladen. Ich kann meine Leute auch nicht zurückholen. Das habe ich natürlich wieder vergessen, dass es ja sowas gibt. So, wir haben also geschafft, einen Typen auszuschalten. Ist nicht der große Erfolg, den ich mir erhofft hatte. Aber das kriegen wir noch hin. So, die Tarnung, die ich jetzt aktiviert habe, war eigentlich total sinnlos. Hatte gar keinen Sinn. Aber vielleicht schaffen wir es jetzt, wenn der da oben wieder wegrennt, halb tot, den auch noch auszuschalten. So, und zwar jetzt kommt die Bombe rein. Und da war er tot. So, jetzt... Es ist schwierig, hinterher zu rennen, weil die Türen jetzt nämlich überall dazwischen sind. Und die sind halt nicht so leicht zu zerstören. So, das heißt, ich kann jetzt eh nichts machen. Das heißt, ich hole meine Leute erstmal wieder zurück. Und dann wiederholen wir das Spielchen, bis die halt alle tot sind.
Ja, passt doch dann super. Und irgendwann sind es eh nur noch zwei. Den kann ich dann auch da drinnen genüsslich umhauen. So, gleich haben wir es geschafft. Scheint eine ganz fiese Taktik zu sein, aber ich mache die gerne. So, jetzt haut wieder keiner ab. Jetzt, der ist nicht so gut diesmal. So. Ach, scheiße. Gerade in dem Moment tarnt er sich. Ach, doof. Darauf muss ich natürlich auch achten. Ja, das nächste Mal dann. Jetzt hole ich meine Leute wieder zurück. Das muss man das Spielchen nochmal machen. Wir müssen jetzt mal schauen. Wie viel gibt es denn noch? Eins, zwei, drei, vier, fünf Stück. Ich habe noch sechs Raketen. Wird eng, aber wir schaffen das schon irgendwie. So, jetzt warte ich erstmal darauf, dass er sich wieder mal irgendwann tarnt, die Sau. Und dann werde ich das erst tun. Erst wenn er wieder getarnt ist, werde ich da reinjumpen. So, jetzt hat er sich getarnt. Jetzt geht's dann gleich rüber. Na, komm. Komm raus. Komm raus. Oh, ja. So, gleich rübergegangen. Bombe ist schon bereit. Und hoffentlich verpisst er sich jetzt, weil er Angst hat. Er hat Angst. Ich sehe es doch, wie er Angst hat. Jetzt schneller rein. Ah, ja, scheiße, er hat es überlebt. Er hat es überlebt. Scheiße. Ja, der hat es auch überlebt. Aber die haben auch so eine Sicherheitstür und die sind so nervig. Was mache ich denn jetzt? Weil wenn die sich da immer alle heilen gehen da unten. Aber bald sind da vier Stück drin. Und wenn da vier Stück drin sind, kann der andere nicht abhauen. Ach, verdammt, er ist abgehauen. Oh, ich kann meine Leute nicht zurückholen. Das wird verdammt knapp. Nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte. Oh, Schwein gehabt. Mann, wie kriege ich den jetzt tot da unten? Vielleicht sollte ich tatsächlich mal hier mal eine volle Ladung von meinen Lasern, alles, was ich habe, mal auf die Medic Bay draufhauen. In der Hoffnung, dass das auch was bringt dann. So, dann werde ich mal das hier ausmachen eben komplett. Werde den Laser auch noch aufladen. Dann machen wir jetzt einen richtig krassen Attack. Ich werde wieder da oben reinspringen. Da habe ich kein Problem mit, da oben wieder reinzuspringen. Werde dann aber gleichzeitig dann da unten komplett alles angreifen. Sodass die Bombe hoffentlich dann irgendwann alles kaputt macht da unten, was da unten drin ist. So, Burst Laser ist gleich ready. Ich kann schon mal rübergehen. So. Das heißt, ich habe das jetzt so vor. Der rennt jetzt weg, die feige Sau. Draufschießen, draufschießen. Und im richtigen Moment noch die Bombe. Jetzt. Ah, sehr schön. Der Raum ist tot, der Raum ist kaputt. Jetzt kann man alles kaputt machen. Kann man jeden und alles töten da oben. Ah, komm, geht kaputt, geht tot, geht tot, geht tot. Hoffentlich gehe ich nicht tot. Ich möchte auch nicht tot gehen. Das wäre auch unpraktisch. Komm, tötet ihn. Nein, jetzt haut er ab, weil der Raum wieder repariert ist. Schnell eine Bombe drauf zimmern. Gleich. Jetzt. Und bitte treffen. Oh nein, schnell wegporten, wegporten, wegporten. Puh, es war knapp, das war knapp. Ah, ich muss irgendwie schaffen, hier schnell die Medic Bay anzuwerfen. Und, komm, komm, trefft ihn, trefft ihn, trefft ihn. Ja, getroffen, getroffen, getroffen. Jetzt schnell zurück, warpen, schnell zurück, warpen. Und, es geht noch nicht, doch jetzt. Und jetzt mache ich ihn tot. Puh, das war knapp. Das war knapp. Und wir haben es geschafft. Wir haben alle wieder mal ausgeschaltet. Der da bleibt am Leben. Weil ansonsten geht das Schiff in dem Automatikmodus. Das muss ich ja mal jetzt noch sagen für die Leute, denn das Let's Play wahrscheinlich noch nicht so lange verfolgen. Wenn wir jetzt alle Menschen von dem Schiff hier einfach umbringen, dann ist es nicht ganz tot. Dann übernehmen nämlich automatisch werden alle Systeme vom Schiff übernommen. Das sind dann automatische Kacke und das ist dann doof, weil die reparieren dann alles und jeden. Jetzt habe ich mich vorher rüben, alles kaputt zu hauen noch. Wobei ich noch nicht sicher bin, ob ich das machen musste. Da bin ich mir noch nicht sicher. Aber dieses Drohnen-Scheiß auf jeden Fall kaputt machen. Dann vielleicht noch irgendwas anderes. Was anderes Wichtiges. Ah, die Türen sind schon ein bisschen nervig. Muss ich schon zugeben. Ich gehe mal auf die Schilde. Ich weiß noch nicht, ob das überhaupt wichtig ist oder ob man das machen muss. Aber mal gucken. Die haben die gleichen Türen wie wir. Das ist schlimm. Los, meine Mann des Krieger, beißt euch da mal durch. Oh, ey, habe ich denn schon erwähnt, dass heute ein richtig warmer Tag ist und dass es total warm hier ist? Aber ich werde trotzdem für euch die Folgen noch aufnehmen.
So, und wir haben es jetzt hoffentlich gleich geschafft. Den werden wir noch kaputt machen, dieses Schild, und dann werde ich zurückbeamen und dann geht's weiter. Weil ich habe jetzt nicht keine Lust, hier alles einzeln kaputt zu hauen. Das dauert, glaube ich, ein bisschen zu lange. Aber das Schild würde ich gerne noch kaputt machen, für den Fall, dass es vielleicht doch was bringt. Dann für nachher. Das nicht jeder kennt. Also ich weiß ja nicht, wie viele Leute die Let's Plays von vorne verfolgen. Und ja. So viel kann ich aber schon verraten. Das ist ja noch nicht der richtige Endboss, würde ich sagen. Das wird noch ein bisschen stärker werden. Aber diesmal schaffen wir das auch. Diesmal schaffen wir das. Und dafür stehe ich mit meinem Namen. Tenchi, the Noob. Noob Tenchi, genau. Noob Tenchi wird das schon irgendwie hinkriegen zu verlieren. Auch wenn es einfach aussieht. Ach komm, mach das doch kaputt, Jungs. Das kann doch nicht so lange dauern. So, wieso kann ich eigentlich nicht sehen, wo die Energie haben beim Gegner? Das habe ich da angeblich erforscht. Wo sind denn die ja seine Schilde? Da sind die Schilde. Ah, das schafft, das ist ja krass, wie viel das aushält. Da trinke ich doch, nichts. Da trinke ich doch nichts, dann teleportiere ich mich jetzt zurück. Freue mich. So, Schaden haben die ja keine genommen. Ist alles super und so? Ja, läuft alles super. Das heißt, die Bombe schalte ich jetzt trotzdem mal aus und dann wird jetzt hier rüber geballert. Ja, das ist gut, dass das Schild weg ist. Dann kann ich jetzt nämlich alles andere auch noch wegballern. Wenn er sich nicht tarnen würde. Mal gucken, wo ist denn sein Tarnungsmodul? Vielleicht kann ich das ja kaputt machen. Das ist übrigens unser Tarnmodul. Es sollte nicht kaputt gehen. Das ist ganz wichtig. So, Tarnungsmodul von dem ist da. So, Tarnung kann er nicht mehr machen. Was wäre noch ganz cool und wichtig? Vielleicht hier das Ausweichen. Können wir da mal draufhauen. Bum, bum, bum. Und jetzt ist es kaputt. Tja, da war er kaputt. Juhu! Aber nein, er entkommt uns. Wie kann das sein? Wie kann er uns entkommen? Und hinterlässt uns Scrap. Was soll ich denn mit Scrap? Ich kann da gar nichts mehr kaufen. Doch, hier könnte ich was kaufen, aber das reicht nicht ganz, der Scrap. So, dann würde ich sagen, wir haben ja kein Problem gehabt. Hier ist alles voll und wie ich sehe, sind die auch alle hier wieder richtig. Ich werde mal alles wieder frisch einstellen. Und zwar Teleportation gleich am Anfang. Tarnung auf jeden Fall. Die brauche ich auf jeden Fall am Anfang. Die Bombe vielleicht, aber so hätte ich das jetzt gern, genau. Die Bombe und der Laser vielleicht, den kann ich noch aktivieren, obwohl es relativ sinnlos ist. So, ich werde mich sofort wieder rüberjumpen müssen, um dann wieder Dings kaputt zu machen. So, er springt jetzt dahin, glaube ich, ne? Ja. Also, gleich hinterher, wir haben ja nichts zu verlieren, wir müssen nichts reparieren. Vielleicht ein paar Raketen wären nicht schlecht gewesen, aber naja. Ja, so. Es ist sehr, ja, es ist schon sehr zerstört, aber die haben jetzt Drohnenscheiße und das ist das Problem, das ist das große Problem. Ich würde die Raketen jetzt, also die Bomben gerne auf die Drohnen draufhauen, damit die Drohnen instant dann schnell weg sind. Oder ich werde persönlich rübergehen und werde sofort die Drohnen kaputt machen. Das ist eine gute Idee. Aber dann werde ich die Bombe doch nochmal ausmachen. Dann kann ich die Bombe dann doch vielleicht erstmal da drauf schießen und ja, schnell rüber. Ah, ja, scheiße, jetzt ist natürlich schon der Typ. Das habe ich nämlich befürchtet, dass die dann hier rüberkommt zu uns. Aber er hat ja dann eine starke Tür vor sich. Das heißt, ich werde hoffentlich da drüben alles kaputt kriegen. Oh, jetzt, was war das denn jetzt? Hat er jetzt irgendwas geschossen? Ah, ne, das war unser Schuss. Haha, ja. Gut, ich arbeite gern mit Dings hier. Ihr wisst schon, mit Space, um Pause zu machen. Aber jetzt, wo die ganzen Leute nämlich hier tot sind, habe ich das Vergnügen, dass ich einfach rübergehen kann und schnell die Drohnen ausschalten kann. Hier die Intruder-Drohne zum Beispiel. Und jetzt haben wir noch was Schönes. Jetzt ist Power Detected. Das heißt, das gegnerische Schiff lädt irgendwas Fettes auf, um irgendwas auf uns zu ballern. Irgendwas Großes. Und deswegen werden wir schnell noch die Tarnungsmodul aktivieren. In der Hoffnung, dass es an uns vorbeikommt. Und ja, ich werde jetzt, glaube ich, tatsächlich mal den hier abziehen müssen. Um mal oben zu helfen, damit die nicht ersticken. So, also an sich hat er jetzt Haufen Drohnen gestartet gehabt. Wie man sieht, jetzt sind sie wieder weg. So, das schafft er jetzt alleine. Schnell wieder runtergehen. Oh, wann sind denn die endlich mal kaputt, die scheiß Drohnen? Das gibt's doch gar nicht. Ich muss doch mal kaputt sein. Ich möchte eigentlich ungern die Bomben verschwenden. Ich werde es mal lieber lassen. Und werde den jetzt hier wegschicken. So, und wieder rein. Gut, es ist nicht so viel passiert. Die Drohne hier nämlich, die ist jetzt theoretisch, ist die jetzt machtlos, weil die Kontrolle aus ist. Die Drohne ist auch schon machtlos und ich werde es jetzt trotzdem noch, ja, Power Detected, aber ich kann noch keine Tarnung aktivieren, das lädt sich nämlich noch auf. Ja, auch so ein doofes Ding.
dass es überhaupt sowas gibt. So schnell mal zurückporten. Obwohl, der braucht gar nicht zurückporten. Obwohl, da die Waffe würde ich gerne noch, die Waffen würde ich gerne noch kaputt machen. Ja, wir müssen jetzt den Angriff anscheinend aushalten. Obwohl, viel passiert ja gar nicht. Ja, passiert ja nicht gar nichts. Ich werde trotzdem mal Tarnung machen, man kann ja nie wissen. So, und so verläuft das. Also, man sieht doch noch ganz einfach, wenn man denn weiß, wo man hinspringt. Was schon wieder Power Source Detected? Das gibt's ja gar nicht. Wie oft wollen die noch diese Dinger hier schicken? Aber naja, sollen sie es versuchen? Sie kommen eh nicht durch. Gut, weil jetzt ist es nämlich so. Achso, ich will meine Leute zurückholen. Hätte ich jetzt den jetzt am Leben umgebracht, dann wäre das Schiff im Automatikmodus und hätte das jetzt schon wieder ganz alleine repariert. Dann hätte ich dann hier oben Waffen versuchen kaputt zu machen, aber die hätten sich immer wieder alleine repariert und das ist schon ziemlich nervig dann irgendwann. So. Ja, ich schnell die andere Waffe kaputt machen. Warum eigentlich? Eigentlich könnte ich sie auch einfach so lassen, wie sie ist. Die kommen ja eh nicht bei mir durch. Eigentlich habe ich recht. Eigentlich habe ich da recht. Naja, wir werden es sehen. Auch die Tarnung muss ich eigentlich gar nicht mehr haben. Ich kann auch hier den Laser dafür lieber nehmen. Und werde dann einen gemeinsamen Attack auf die Schilde machen. So. Die gehen mal hier zurück. So. Ja, im Prinzip muss ich jetzt eigentlich bloß noch hier, ups, wollte ich nicht ausmachen. Ich wollte das hier ausmachen. Die brauchen wir nicht mehr. Ja. Ja, es ist doch irgendwie ein bisschen einfach hier gerade. Achso, ich dachte gerade, dass das mein Spiel sich aufgehangen hat, weil ich keinen Ton mehr gehört habe. So, schnell tarnen. Man kann ja nicht wissen, nicht, dass hier übelst viele Lasertypen kommen und mich wegballern. So, sehr schön. Jetzt muss man eigentlich nur noch kaputt hauen, indem wir das Schild langsam runterhauen. Dann hat er gar kein Schild mehr und dann... So. Und jetzt machen wir einfach nur alles tot. So einfach geht das. Und dann, meine Lieben, gibt es natürlich noch eine Stufe, sozusagen. Ich kann ja eigentlich schon mal draufhauen. Ich kann jetzt auf Autofire machen. Achso, war's schon. Sehr schön. Ganz schnell kaputt gemacht. Oh, der haut schon wieder ab, die dumme Sau. Der haut einfach wieder ab. Ich kann es immer noch nicht machen. Schade, ich dachte, ich kennt das vielleicht. Ja, reparieren habe ich ja. Wenn ich nur hier. Hä, wo ist denn das repariert? Das Reparierzeug ist gar nicht mehr da. Na ja, gut, dann fliegt man einfach hinterher. Und nein, ich hätte noch was einstellen müssen. Na egal, das passt schon. Der scheint ja eh nicht so stark zu sein. Ach, stimmt ja, wir haben ja diese Drohne jetzt hier noch drauf. Na gut, jetzt gibt es eigentlich bloß noch einen Gegner. Und zwar wäre das dann. Also, was heißt Gegner? Es gibt noch einen. Ja, sag ich gleich. Ich bin gerade am Konzentrieren. Ah, jetzt hat er so ein scheiß Schild. Stimmt ja, da hat er so ein Schild. Das heißt, ich muss jetzt erstmal das Schild weghauen, damit ich überhaupt anfangen darf, hier irgendwie ja, mich rüber zu teleportieren. Das heißt, er wird mich jetzt trotzdem noch richtig schön vollballern mit irgendwelchen Raketen und so, weil hier sind ja noch Raketen. Und da kommen auch schon die Raketen. Hoffentlich fliegen die alle vorbei. Ah, natürlich nicht. Einer hat es geschafft gehabt, aber naja, egal. So, Power wurde erkannt. Drücke ich mal drauf auf Tarn. Ich hoffe, das war jetzt nicht... Ja, seht ihr das? Boah, diese riesigen Schüsse, wenn die getroffen hätten, das wäre böse gewesen. So, Schild ist weg. Das heißt, ich kann jetzt mal irgendwo... Jetzt mal irgendwo muss ich Energie herkriegen. Das wäre ganz schön. Obwohl, ein Teleporter reicht, ja. Ich brauche keinen super Mega-Saft sozusagen. So. Au, jetzt haben sie aber ganz schön getroffen. Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ah, ich kann ja eh nicht. Oh, Schwein gehabt, alles gemisst. Und deswegen ist es gut, nämlich ausweichen zu haben, weil dann die Schüsse auch alle komplett missen können. Und das ist ganz gut so. Ja, sehr schön. Das machen die da hoffentlich noch schön. Und ich mache mal den Autofeuer raus. Ja, die schießen trotzdem nochmal schnell. Gut, na gut, die Schilde sind ja fast down. Ich möchte trotzdem nicht, dass der schießt. So. Der kann sich erstmal aufladen und dann schießen, vielleicht eventuell. So, meine Leute holen wir mal schnell zurück. Die haben da drüben jetzt eh nichts mehr zu tun. Die können jetzt eigentlich sich da irgendwie versuchen, heilen zu gehen oder irgendwas. Ich werde mich jetzt tarnen. Schießen kann ich ja trotzdem.
So, und jetzt machen wir ihn tot. Jetzt haben wir einfach immer Autofire. Du gehst da drauf, du gehst von mir aus trotzdem noch da drauf. Und dann haben wir geschafft, dann haben wir gewonnen. Und das ist total easy. Das sind ja totale Luschen. Der ist ja total leicht, der Gegner. Der ist ja total leicht. Ja, ich hätte vielleicht noch da drauf schießen sollen. So. Ja, der ist total leicht. Abgesehen von diesen Superschüssen, die da jetzt irgendwie rauskommen. Was war denn das gerade mit dem... Achso, Hüllenbruch haben wir geschafft. Haha, wir haben Hüllenbruch gemacht, dann schießen wir da drauf. Noch mehr Hüllenbruch. Ah, der hat sein Schild schon wieder hochgefahren. Das gibt's ja gar nicht. Na, egal. Das wird nicht lange reichen, das Schild. So, dann könnte ich ja mal sagen, dass ihr euch jetzt vielleicht mal um den hier kümmert. Der nervt mich nämlich tierisch. Das ist so doof, dass da keine Luft drin ist. Das ist das Problem. Ja, ist gar nicht an. Warum nicht? So. So, kümmert euch mal um die scheiß Drohne da. Die nervt mich. So. Ja, ich habe sie noch kaputt gekriegt. Sehr schön. Noch bevor das gegnerische Schiff zerstört wurde. Ja, easy. Yeah. Datenji hat es geschafft. Mit der Weltraum 7 hat das wieder durchgeschafft. Mit der Crew Matthew oder wie auch immer der heißt. Tenji, Maria, Bove, keine Ahnung, Friedi, Malone und Martin und der Nasia. Ja, wir haben es auf jeden Fall geschafft. Es war ein sehr spannender Kampf. Eigentlich eher weniger. Wir haben es irgendwie, war das total einfach. Ja, wenn man einen guten... Oh, scheiße, was ist jetzt los? Ach, ich dachte schon, mir hängt das Spiel auf. Hui, das wäre schlecht gewesen. So ein schöner Kampf, wo dann... Oh. Ja, auf jeden Fall bedanke ich mich natürlich, dass ihr hier alle dabei wart und gesehen habt, wie ich es geschafft habe, den Gegner zu besiegen mit dem Mantis Cruiser, mit dem ich ja am Anfang doch recht viele Schwierigkeiten hatte. Zumindest habe ich ja beim ersten Mal versagt wie Sau. Aber... Wenn man es richtig angeht, dann kann es anscheinend doch ganz gut klappen. Ja, wir haben einen neuen Schifflayer freigeschaltet. Den werden wir uns jetzt gleich nochmal anschauen. Ich werde jetzt, so fies wie es auch klingt, das überspringen. Wir haben wir einen neuen Rekord. Ja, einen neuen Highscore. Wir schauen uns das mal an hier. Weltraum 7 hat natürlich die Weltraum 5 abgelöst. Weltraum 5 hatte bloß 4.100. Wir haben 4.400. Wie kommt das zustande? Durch den Scrap wahrscheinlich. Durch die Crew. 11 Crew haben wir angeheuert. Nicht schlecht. Ja, 43 Schiffe haben wir defeated und so weiter und so fort. Das ist alles sehr schön. Das ist alles sehr schön. Wir gehen jetzt aber in den Hangar und schauen uns den Layer an. Den möchte ich nämlich selbst mal sehen. Ich glaube, den kenne ich nämlich auch noch nicht. Klick. Oh, oh, oh. Seht ihr das? Das sind ja 4 Teleportationspunkte. 4. Das ist ja krank. Da kann man ja mit 4 Leuten rüber teleportieren. Dann tötet man ja alles instant. Das ist ja, boah, das ist ja Wahnsinn. Was haben die für Waffen? Gar kein. Oh, die haben keine Waffen. Keine Startwaffen, dafür aber fett Schild. 2 Schildlayer gleich am Anfang. Und was ist das? Ein Drohnenkontroll? Warum denn eine Drohnenkontrolle? Was soll ich denn damit? Ja, Defense-Drohnen und Boarding-Drohnen. Was? Noch eine Boarding-Drohne? Wollt ihr mich verarschen? Boah, da kann man ja dann gleich noch mehr Boarding-Drohnen rüberziehen. Das ist ja krank. Ja, sehr interessant. Würde mich auch reizen, das mal zu spielen. Aber wie immer habt ihr immer die Entscheidung, was ich spielen soll. Leider haben wir den Stuck-User nicht freigeschaltet. Was fehlt uns denn hier noch? Haben wir den Leo 2 bei dem? Bei dem Hauptschiff? Beim ersten Schiff haben wir immer noch keinen Leo 2. Warum denn nicht? Soll man 6 unterschiedliche Aliens drauf haben? Und alle Systeme und Subsysteme muss man installiert haben. Ja, das geht ja eigentlich ganz. Müsste ja eigentlich funktionieren, dass man alles installiert hat. Was ist das? Ach ja, wenn ich ein HP habe, soll ich bis nach ganz nach oben reparieren, wieder mit voll reparieren. Also das ist wieder das schwere Unlock. Ja, interessant, dass wir noch gar keinen Layer haben von dem. Dafür, dass das erste Schiff ist, für den haben wir es ja jetzt. Ich mache mal hier Hide Rooms. Ja, sieht eigentlich ganz schick aus so. Für den Engikuser, ja, da haben wir ja auch schon geschafft, den anderen. Das ist der hat ja nur Heavy Iron, Heavy Laser. Dafür hat er aber tatsächlich keine andere Crew. Der ist ganz alleine und möchte alles mit Drohnen machen. Ist auch sehr interessant wahrscheinlich, das mal irgendwie auszuprobieren, ob man das schaffen kann. Dann haben wir ja hier, die haben wir aber auch bekommen, dadurch, dass wir den Boss endlich mal besiegt haben. Und was haben wir hier? Nur den Artilleriebeam verwenden, um ein Schiff kaputt zu machen, ohne Damage zu bekommen. Ohne selbst Damage zu bekommen. Interessant. Könnte aber theoretisch funktionieren. Könnte theoretisch funktionieren, gleich beim ersten Schiff vielleicht. Was haben wir hier noch?
Ah, wir müssen. Ach, warum haben wir das noch nicht geschafft so? Was haben wir denn, sind wir denn überhaupt noch nie geflogen oder wie? Man soll 4 blaue Events benutzen, bevor man bei Sektor 5 angekommen ist. Das müsste doch eigentlich funktionieren mit so einem Schiff, ne? Was haben wir hier noch? Wir sollen zu Sektor 5 kommen, ohne das Waffensystem abzugraden. Das wäre auch eine sehr interessante Sache. Ja, also das fände ich interessant, also mal die Waffensysteme wegzulassen, dann wahrscheinlich dann nur mit dem Artilleriebeam irgendwie zu arbeiten und dann damit bis zu Sektor 5 zu kommen. Das ist schon sehr krass, dass wir das direkt, dass wir die nächsten Mal wirklich mal nur auf Achievements vielleicht gehen, dass wir das hier schaffen. Dass wir versuchen, mit dem Artilleriebeam gleich am Anfang ein Schiff wegzuhauen, ohne dann Hüllendamage zu bekommen. Da hätten wir den Achievement. Und dann eventuell ganz schnell immer schön durchrennen, sozusagen, durch die ganzen Sektoren, bis zu Level 5 irgendwie zu kommen, ohne unsere Waffensysteme abzugraden. Aber ja, sehr interessant. Könnte funktionieren. Wir werden uns sehen. Ja, dann haben wir jetzt noch, das ist ja wieder der Anfang. Und die fehlen uns alle. Der Slug-Cruiser, der war zum Greifen nah, haben wir wieder nicht geschafft. Den Stealth-Cruiser, das sind alles so eine extra Dinger, die man dann irgendwie kriegen kann, muss. Wir werden es irgendwie noch hinkriegen. Ja, ich war der Tenchi, hier von Sudoops Kanal und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt FTL und ihr könnt entscheiden, was ich denn als nächstes fliegen werde. Bis dann, tschüssi!